Die Spannung ist über Jahre gestiegen. Um genau zu sein, über ein halbes Jahr. Doch jetzt ist es soweit. Die neue Staffel vom Games Club ist da. Und damit lade ich euch ein für die neue Staffel vom Games Club und wie in der ersten Staffel schon als erstes ein MW3 Let's Play. Genug gelabert, wir fangen an, als wäre es ein ganz normales Video. Rückspulen. Hey Leute, was geht? Ich bin euer Zanni und falls ihr auf der Suche nach guten Videos seid, seid ihr hier definitiv verkehrt. Okay, also, wir zocken heute, lass mal überlegen, Benjamin Blümchen, jetzt habe ich's. Call of Duty MW3. Und da würde ich vorschlagen, wir gehen einmal auf Spielen und ohne Scheiß, ich habe schon seit einem halben Jahr, also seit ich das letzte Let's Play in der letzten Staffel gemacht habe, habe ich schon kein MW3 mehr gezockt. Und deshalb müssten wir erstmal jetzt gucken hier bei Klasseneditor, da muss sicherlich totale Scheiße noch drin sein. Ich weiß es nicht, kann man die nicht irgendwie resetten hier? Nee, so geht's nicht. Das ist echt jetzt mir gerade ein bisschen peinlich hier, was ich damals... Okay, so schlecht ist das gar nicht. Egal. Okay, wir können jetzt mal Standardlisten. Söldner, frei für alle, Herrschaft, Sprengkommando. Ich fand das ein bisschen mies, weißt du? Manche Leute, die geben sich da Mühe, sonst wie viele Punkte-Serien zusammen zu bekommen, ne? Und wenn ich sterbe, dann kriege ich genauso viele, also dann kriege ich auch nochmal was, weißt du? Wenn ich ganz viele Kille bekomme, ich was, und wenn ich ganz oft sterbe, bekomme ich auch was. Ist ja ein bisschen unfair, nicht? Okay, ich hoffe mal, Leute, dass die Grafik jetzt nicht zu doll abkacken wird und vor allen Dingen, dass ich auch nicht zu doll abkacken werde, denn ich habe, wie gesagt, ungelogen seit einem halben Jahr kein MW3 mehr gespielt und vor allen Dingen, ja, kein Ego-Shooter mit Maus und Tastatur, wer hätte das gedacht, nur mit meinem verkackten PS3-Controller, Black Ops 2, ja, aber ich sehe schon so ungefähr, das Prinzip ist das gleiche. Und wenn man sich so überlegt, damals hatte ich überhaupt nicht durchgeblickt, was ich hier machen soll. Ich bin irgendwie umhergerannt, habe irgendeine Scheiße gemacht. Vor allem auch von den Klassen her, was ich mir da zusammengestellt habe, ist ja, das ist der Wahnsinn. Aber jetzt kann ich mich da so ein bisschen, ich kann mich keineswegs gut aus, aber so ein bisschen kann ich mich aus. Und ja, ich weiß nur, dass die Map total lange lädt, im Gegensatz zu der PS3. So was ist man überhaupt nicht gewohnt, aber naja, okay, mal gucken. Und jetzt passiert schon das, wovor ich mich so gefürchtet habe, dass eine Totenstille entsteht. Diese Totenstille ist so still, dass sie schon wieder zum Rumschreien ist. Und ich könnte hier jetzt schon gleich jemanden wieder umbringen, weil die Map wieder so lange lädt. Da kenne ich auch noch aus Staffel 1 unser erstes Let's Play von Battlefield Play for Free. Da war auch noch so, okay, jetzt ist es 12.13 Uhr. Wir sehen uns dann um 12.16 Uhr wieder, weil dann ist die Map fertig geladen. Okay, wir sehen die schon. Es geht ab. MP5. Ach du Scheiße, was? Das Ziel zerstöre. What the fuck, was geht hier ab, ey? F zum Wiedereinstieg. Okay. Deine Mutter wurde platziert, ey. Hä? Was mit deiner Mutter, ey? Guck dir die Scheiße doch mal an, ey. Da. Bam. Sorry, Leute, aber das hier ist echt mit Abstand das grauenvollste Game, was ich so kenne. Ich hab's eigentlich relativ geil in Erinnerung, aber wenn ich das hier so sehe, dann kommt mir echt das Kotzen. Aber echt, richtig. Wenigstens Edward hier.
beep 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 beep. Alter, wie die auch alle hier rumlooben und rumquickscopen, ey, das kotzt mich an. Ach ja, deine Mutter. Schieben wir mal die Schuld auf die Maus, okay? Damit können wir uns, glaube ich, einigen. Die Maus war jetzt einfach kacke hier, oder? Was heißt, war es immer noch? Ja, genau! Ach ja, genau! Ja, wenigstens noch Assist da. Alter, das ist ein Aimbot dann, ne? Voll krass, ey. Ah, ja, wir haben ja auch sowas hier, ne? Ah! Ich sehe ihn! Wisst ihr, so macht man das. Ah! Wo kamen die her? Wir werden gekillt, wir werden gekillt. Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Hinter uns ist einer, das habe ich so im Gefühl. Ja, so langsam komme ich auch wieder rein, muss ich mal ehrlich sagen, ja. Ja, super, wie kann ich die jetzt einlösen? Ach so, mit der 7, ne? Ja. Ach ja, genau. Hol ich mir jetzt lieber die Vorräte hier. Vorräte sind unterwegs. Haben wir Drohne? Ne, Drohne haben wir nicht. Aufklärungsdrohne online. Na komm, Vorräte. Hey, ja, lol. Alter. Ist ja mal richtig verarsche hier. Was soll denn das? Willst du mich verarschen? Was soll denn der Scheiß? Ja, genau. Gut gemacht. Bereit machen für die nächste Runde. Wetten, ich war last kill. Ich war last kill wieder, ne? Ja, siehste? Sag ich doch. Ich war nicht last kill. Glaubt mir das aber keiner, ne? Seitenwechsel. Oh, ich komme hier schon richtig in Schwitzen, ey. Das ist ja. Ist ja. Prost, ne? Sprengkommando. Das Ziel verteidigen. Ah. Hä, wo geht denn die Punkteliste aufzurufen? Ach ja, genau, meine Tastatur geht nicht mehr. Hä, ja, Leute. Hä? Ja, jetzt geht's wieder, sorry. Ich konnte gerade nichts mehr drücken. Warte mal, Tode 8. Ja, ich bin negativ, war ja klar. Aber ich muss mich mal in Schutz nehmen. Ich habe es ja schon ziemlich lange nicht mehr gespielt. Alter! Alter, komm! Das war doch jetzt wohl richtig verarsche. Voll drauf gehalten, die ganze Zeit. Ja, genau! Wie kann ich hier den Waffe wechseln? Ja, mit der 2, das wusste ich. Mann. Hä? Sorry, was soll das denn? Oh. Verbündete Luftbodenrakete online. Jetzt ist die Maus schon wieder irgendwo. Oh, jetzt geht's wieder. Ich möchte Waffe 1, so. Da ist er. Seht ihr ihn denn nicht, ihr Dummköppe, ey?
Alter, komm, ich finde, es wird ein bisschen zu übertrieben gefeiert, dass ich mal einen Kill gemacht. Okay, ja, klar, bei mir ist es was anderes, dass hier die Musik so geil kommt und so extrem gefeiert wird, ja? Ich meine, ich bin Sunny, ja, das ist normal, das und... Warum konnte ich schon wieder verfickte Scheiße nicht anvisieren? Boah! Okay. In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt geht drauf, das ist doch schon wieder Verarsche hier. Ach so, das ist bei uns. Ja, das ist eben keine Verarsche, aber trotzdem. Das war mein Kill. Fick dich. Ach ja, weißt du? Bist dabei, einen voll geilen Kill zu kriegen, da wird dir der von so einem Scheißkerl weggenommen, ne? Ja. Wir wurden geblendet. Erdbeben. Okay, okay. Wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen ruhig bleiben. Rundensieg, Rundensieg. Und wem haben wir das zu verdanken? Verdanken dem lieben Sunny. Okay, weiter geht's. Ja, 7-13, das ist akzeptabel. Fortsetzen. Wir stimmen mal für Mission. Und dann gehen wir mal Gladbeck nochmal hier in den Klasseneditor. Da wollte ich doch Gladbeck nochmal gucken. Standard. Hey, was soll das jetzt? Willst du mich irgendwie verarschen? Umbenennen? Leer. Kannst du lesen? Sprich mir nach. Leer. Mission? Sprengkommando? Ja, Mission. Sag ich doch Mission. Ja. Alter, ich muss so verkackt sein noch mit meiner KD damals. Wo steht das nicht irgendwo? Punkte. Ja, ihr Abschüsse 239.100. Oh. Leute, das habt ihr nicht. Wenn ich mich zurücksetzen könnte, ne? Wenn ich das wirklich machen könnte. Kann man das nicht irgendwie? Ich werde das auf jeden Fall machen. Und da werde ich euch beweisen, dass ich kein schlechter Spieler mehr bin. Wieso hängt mein Mikro eigentlich schief? Jetzt hängt's gerade. Info, Abschussserien, Belohnungen durch Abwurfkisten zählen nicht zu ihrer Abschussserienanzahl. Ist ja unfair. Naja, okay, nee, stimmt eigentlich. Ja, wein mal schön. MP5. Okay. Die Bombe wurde platziert. Ich würde gern mit E wieder spawnen. Ja, das würde ich doch glatt weg mal gern machen, aber... Also nicht mit... Dass nicht alles mit F gemacht wird, sondern mit E. Nee, Quatsch, mit... Was liegt neben E? R. Darauf bin ich jetzt gewohnt. Obwohl auf R ja schon nachladen ist, ne? Nee, dann bin ich doch mit Kreis gewohnt. Oh, jetzt sag ich schon Kreis, Mann, was... Oh. Ich war natürlich mit F. Irgendwie schon hier total durcheinander. Schützen und Ziel. Okay, ich plante hier jetzt einfach. Ich habe jetzt Bock. Ich denke jetzt mal so, ich gehe jetzt so hin und plante mal so einfach, ja. So voll krass neben der Granate und so einfach mal so geplantet, ja. Hatte ich jetzt mal eben einfach Lust zu, musste jetzt einfach mal aus Rache sein. Aus welcher Rache auch immer, eigentlich hatte ich gar keine Rache vorzunehmen.
Aber wenn ich mit, wo ich mit Random immer, also mit, ja, mit Random King an der PS3 immer gezockt hatte, habe ich mich immer hier so versteckt und der wusste immer nie, wo ich bin. Hier so. Und dann kommt man immer hier krass voll durchballern. Ja, auf der PS3 hatten wir es auch tatsächlich mal, hatten uns ausgeliehen, MW3. Aber wir hatten uns Black Ops 2 leider gekauft, war im Nachhinein der größte Fehler meines Lebens. Ich hätte mir MW3 für die PS3 kaufen sollen, aber das hat mir leider keiner gesagt. Und von daher haben wir gerade plus 50 Punkte bekommen und wir haben den Rundensieg, weil wir das Ziel zerstört haben. Und ich habe einen Spielbonus von 800 Punkten bekommen. Da bin ich, guck mal, da könnt ihr mich sehen, da bin ich. Ich bin auf der Livecam, Okay, das ist schlecht, aber... Ja. Unterbrechung, Seitenwechsel. Ich glaube, da heißt es Halbzeit in Black Ops 2 jetzt, ne? Jetzt müssen wir überall schützen. Ja, nee, dann gehen wir mal doch gleich weg hier hin. Wie können wir uns denn hier eigentlich hinlegen? In diesem Kackspiel. Geht das überhaupt? Ja, so. So, dann legen wir uns jetzt hier schön ins Gras. Hier sieht uns bestimmt keiner. Es sei denn, jetzt kommt einer von hinten. Das habe ich natürlich nicht mitbedacht. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es gut läuft und es kommt niemand von hinten. Und hierzu, das ist immer unsere Hundehütte, so nennen Random und ich die immer. Das hier ist keine Ahnung warum, aber es ist unsere Hundehütte. Die hat Random mal irgendwann so genannt, Hundehütte. Ja, ich gehe wieder in die Hundehütte, okay. Und dann, ja. Seitdem heißt sie halt Hundehütte. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Okay, ich will keinen, ja. Falls mir jetzt jemand sagt, hey, ja, du bist ja Camper. Nein, ich bin kein Camper, das ist taktisches Warten, ja? Die Bombe wurde platziert. Taktisches Warten. Das ist eine Ansichtssache. Es gibt zwei verschiedene, Taktikarten. Entweder du setzt dich hin und wartest da so ganz richtig geil taktisch in der Ecke. Oder... Du stehst auf und rennst irgendwie sinnlos, ohne Plan, ins Gemetzel rein. Weißt du? Da bin ich doch lieber voll taktisch um meine Ecke, weißt du? Verbesserte Aufklärungsdrohne online. So, jetzt muss ich mal hier wieder was gewinnen. So zum Beispiel, obwohl es auch nur ein Assist war, aber ich habe immerhin was gewonnen, nicht verloren. Und dann müssten wir das hier auch mal gleich weg entschärfen. Da habe ich mal Lust drauf. Oh! Ah, ich hätte gerade so gedacht, ja, das. Warum nicht? Kann man ja mal entschärfen. Hab ich nicht gesehen. Knallrot bin ich. Oh, ich bin so rot, ich bin verliebt. Oh, ich krieg Lampenfieber hier schon fast. Fuck. Jetzt bin ich mit meinem C an meinem PC gekommen, an meinen großen PC, der jetzt hochfährt. Und das Problem ist, wenn man da ins Gehäuse rankommt, dann kriegt man... Ja, jetzt geht hier schon wieder nichts. Ja, willst du mich verarschen? Ich kann mir mit der Maus... Jetzt, danke. Ja, das Problem ist, man bekommt einen Stromschlag, wenn man nicht ans Gehäuse rankommt mit den Füßen. Und das passiert mir nicht gerade selten. Weshalb ich auch auf den Knopf zum Anmachen gekommen bin gerade. Und, also falls ich dieses Let's Play nicht überleben sollte, dann wünsche ich euch trotzdem noch viel Spaß in eurem Leben. Vergesst aber nicht, mich bzw. den Gamescope zu abonnieren, okay? Vielen Dank. Nein, okay, war ein Scherz. Och nee, was ist jetzt hier schon wieder los? Alter, das ist doch verdammt langweilig, die Map. Jetzt, das ist mein Kill. Boah, fick dich. Weißt du, das ist peinlich. Jetzt kriegen wir sogar schon eine Todesserie. Hä? Verbündete Cobra kommt. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Da ist er. Mein Kill. F. Ja, genau.
So, hier nach spielen wir noch irgendwas Lustiges. Gibt's irgendein. Ich will mal gucken, ob es hier in MW3 auch so eine Sachen wie Waffenspiel und sowas gibt. Ich hoffe auch, dass es nicht zu lang wird, aber... ist leider beim ersten Video immer das Problem, dass es immer zu lang und vor allen Dingen auch zu langweilig wird. Und, ja, können wir halt nichts draus machen. Wir könnten ja auch Witze erzählen. Also, rollt ein Ball die Straße entlang und kippt um. Also, ich fand das witzig. Ja, mir fallen mir nicht ein, ich kenne nicht mehr. Oh. Fragt ihr euch auch manchmal, wie die anderen Spieler so aussehen? Ich meine, ich gucke den in seine scheiß hässliche Fresse, baller den so voll ein rein, so dass der so voll krass umkippt und ich nur einen Assist bekomme. Dann frage ich mich, wie da dieser Kack-Mist-Kerl da eigentlich aussieht. Ich muss meinen PC ausmachen damit. Wie sah dieser Kackkerl eigentlich aus, den du da gerade in die Fresse geguckt hast? Verlängerung. Oh ja, Verlängerung. Ich will keine Verlängerung. Verlängerung. Spiel beginnt in 2, 1, go. Wir alle gleich lossprinten. Alter, chill mal. Erstmal hinlegen und ausruhen. Einmal strecken. Ah. So. Stehen wir langsam auf. Gehen ganz gechillt hier hin und machen 360. So. Gehen wir hier lang und gucken hier die Lage ab. Wir sind hier Slumkinder, wir legen uns hier hin. So. Gehen wir mal weiter gucken. Da seht weiter gucken. Da seht ihr, sag ich doch, in der Ruhe liegt die Kraft. So, und sobald wir jetzt Hektik machen und hier irgendwie wieder so wie die anderen, guck mal, sprintet mal hier hinterher, ne? Voll krass, wir rennen jetzt hier ohne Plan rein, ballern irgendwie dahin. Ratatatata, oh. So, voll krass hier reinrennen. Da siehst du, funktioniert gar nichts mehr. Also, in der Ruhe liegt die Kraft. Muss gechillt, lang gehen, wachsam sein. Ja, dann wird das auch schon klappen. Falls ihr jetzt so gleich gekillt werdet, dann nicht die Motivation verlieren, denn dann lag es wahrscheinlich daran, dass ihr noch zu sehr aufs Sprinten getrimmt seid. Genauso wie ich eben gerade, weil ich bin ja auch eben kurz gesprintet und da war ich natürlich auch noch so ein bisschen drauf getrimmt. Und ja, da müsst ihr halt gucken, da müsst ihr aufpassen, das ist ein psychologischer Effekt, der oft auftritt bei Kindern, die so nicht genug Ruhe haben und immer so Draufgänger sind. So wie ich jetzt gerade. Ich mache das alles nur zur Demonstration, weil... also normalerweise spiele ich ja besser, ne? Normalerweise spiele ich ja ruhig und so. Und ich sprinte jetzt nur rein und abkacken und so. Ist alles so zur Demonstration, was passiert, wenn man einfach reinsprintet und es nicht kann. Also ich kann es ja, ich kann es ja. Bloß ich will euch das jetzt nur mal demonstrieren, wie es halt aussieht, wenn man es nicht kann. Und da seht ihr schon, es kann echt böse enden. Aber, ja... also wenn ich jetzt so spielen würde, dass ich wie ich normal spiele, dann würde ich hier richtig alle abzocken. Bloß das Problem ist halt, ich will hier jetzt ja nicht so enden, dass jetzt so morgen voll krass alle zu mir kommen. Hey, zocken hier, gebt mal ein Autogramm und so. Deshalb, also, ja, ich will euch hier nur beweisen, dass es auch so geht, dass man auch einfach damit so Spaß haben kann und so zu spielen. Man muss auch nicht gut sein. Okay, dann macht es wirklich keinen Spaß, wenn man nicht gut ist, aber ich bin ja gut. Und deshalb macht mir auch das Gaming echt viel Spaß. Und, ja. Da kann man halt echt nichts anderes machen. Aber, ja. Deshalb sage ich jetzt tschüss. Ich weiß ja, ich muss mit der Plan, aber auch egal. Tschüss, Welt, ich werde dich vermissen. So, Rundenniederlage, das bedauern wir alle sehr. Wir gehen jetzt mal auf. Ach so. Ich wette, ist jetzt schon eine halbe Stunde das Let's Play. Da habe ich so irgendwie in meinem schlechten Zeitgefühl. Na los, das nächste Mal konzentrieren. So, ich muss sagen, unsere KD, die war jetzt demonstrativ, wie es halt ist, wenn man es nicht kann. Also 6 zu 22.
ist akzeptabel. Also ich wollte, was ist akzeptabel? Keineswegs akzeptabel. Ich wollte es ja nur mal kurz zeigen, wirklich, wie das ist, wenn man jetzt wirklich so richtig scheiße ist, so, wisst ihr? Aber, ja, okay. Also Lobby verlassen. Gehen wir auf Spiel suchen. Wenn wir jetzt mal auf privates Match gehen, Spiel Setup Modus Alternative. Da ist zum Beispiel Waffenspiel. Aber diesen komischen Modus gibt es leider nicht hier. Duelllisten. Community-Listen. Ach nee, komm. Ja, nee, okay. Dann tut's mir echt leid, Leute. Dann habe ich jetzt echt keinen Bock mehr, noch irgendwas zu zocken. Ja, ich denke, es ist auch schon spät genug. Wir müssen jetzt ins... Oh, hört ihr das? Ja, okay, Leute, ich muss jetzt ins Bett. Ich muss jetzt noch schnell das da gucken. Und dann, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Und ich freue mich, dass der Start in die neue Staffel so richtig scheiße geworden ist. Und, das passt irgendwie gerade nicht rein. Aber auch egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich hab euch ganz doll lieb. Und wisst ihr, ich kann's gar nicht beschreiben, wie dankbar ich euch bin, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Nein, im Ernst, ich hasse euch. Nein. Okay, ich finde kein passendes Ende. Wir könnten es tragisch ausgehen lassen. Nee, Quatsch, wir könnten es tragisch ausgehen lassen. Wir könnten es dramatisch ausgehen lassen. Wir könnten es freudig ausgehen lassen. Wir könnten es echt verdammt fucking scheiße ausgehen lassen. Denkt euch das Ende einfach selber. Tschüss.